der Bergstation des Krippensteins aus eröffnen sich alle Skitourenmöglichkeiten des Dachsteinplateaus. Eine der schönsten Skitouren, gerade zur Frühlingszeit, ist zweifelsohne die Tour über den Rumpler zum Hohen Dachstein. Sehr einfach gelangt man mit Hilfe der modernen Gondelbahn auf den Krippenstein. Von dort geht's auf der Piste hinab zur Station Gjeidalm auf 1783 Meter Seehöhe. Da heißt es nun zum ersten Mal die Fälle anlegen, um südwestwärts, kurz bergauf zu den sichtbaren Kasernen am Oberfeld auf 1832 Meter zu gelangen. Entlang der Skimarkierung geht es in weiterer Folge am niederen Rumpler östlich und am hohen Rumpler westlich vorbei. Die etwas ausgeprägtere Kuppe des Modesteins wird dabei westlich umgangen. Im Pistengelände geht es dann rasch empor zum Gjeidsteinsattel auf 2647 Meter. Nun folgt wohl eine der beeindruckendsten Skiwanderungen, westwärts über den Hallstätter Gletscher, an den felsigen Dirndln vorbei bis zum Fuß des Ostgrats. Was nun folgt, ist eine traumhafte Gletscherabfahrt an den beiden Eissteinen östlich vorbei bis zur Hauptzunge des Hallstätter Gletschers. Von hier noch kurz bergab in eine weite Mulde und mit den Fällen in 15 Minuten bergauf zur Simonehütte auf 2200 Meter. Auf markierter und oft präparierter Skiroute gelangt man in weiterer Folge zur Gjeidalm. Und auf der Skipiste geht's wieder hinab nach Obertraun zur Talstation der Dachsteinbahn. Nach dieser wunderschönen Skitour ist man sich wieder mal bewusst geworden, wie schön es inmitten der Bergwelt und besonders im Salzkammergut sein kann.